Zeitgleich sind Michael Weber und Fabian Schulz unterwegs nach Köln-Rodenkirchen, um mysteriöse Geschehnisse während eines Leichenschmauses aufzuklären. Hallo, die Polizei, ja. Endlich sind sie da. Hallo. Ich habe hier ein Riesenproblem. Ich weiß nicht, was da drin los ist. Die Leute benehmen sich wie im Zirkus. Ein Teil der Gäste ist gegangen. Hier ist gehörig irgendwas faul. Okay. Was ist denn das für eine Veranstaltung? Es ist eine Trauerfeier, okay. Und die Leute benehmen sich total komisch. Aber es liegt nicht an und meinem komisch Essen. Komisch heißt, genau, bevor wir jetzt reingehen. Also es ist Folgendes. Ein Teil der Gäste ist schlecht. Ein Teil der Gäste ist schon nach Hause gegangen. Manche haben sich übergeben und was das Schlimmste ist, einige von den Trauernden, obwohl sie keinen Alkohol getrunken haben, benehmen sich, als wären sie im Zirkus und finden das Ganze offensichtlich lustig. Also ich weiß nicht, was hier los ist. Ich rufe mal einen Krankenwagen. Ein Verdacht drängt sich auf. Möglicherweise hat jemand das Essen der Trauergesellschaft vergiftet. Schönen guten Tag. Erstmal mein Beileid. Wisst ihr noch, wie ich früher getanzt habe? Ja, sehen Sie sich das mal an. Wer ist denn der Verstorbene oder wer gehört denn zu dem Verstorbenen? Also das, die lustige Frau ist seine Witwe, die eigentlich todtraurig sein müsste, hallo? Weil er ja tot ist. Sie benimmt sich aber so. Hallo. Also, Das war ihr Mann? Ja. Okay. Ja. Und Sie freuen sich aber nicht, dass der verstorben ist, oder? Nein, aber wie ich mit ihm getanzt habe früher, ja. Da hat er mir immer auf die Füße getreten. Okay, wer kennt denn die Dame? Ja, das ist meine Oma. Okay, Sie sind die Enkelin. Ja. Okay. Haben Sie Alkohol zu sich genommen hier, oder? Nein. Nee, gar nicht. Also wir haben keinen Alkohol an der Trauerfeier ausgeschenkt. Auf keinen Fall Alkohol. Deswegen wundert mich ja das Verhalten der Gäste. Okay. Hat Ihre Großmutter, ist da irgendwie eine Art Diabetes oder irgendwas bekannt, dass Sie jetzt einen Zuckerschock oder irgendwie so? Und sonst geht's gut? Nee, gar nicht. Sie verstehen uns auch, ja, das Verhalten ist schon ein bisschen seltsam. Okay. Ja. Wie geht's Ihnen allen sonst? Mir ist total schön. Geht eigentlich. Schlecht. Es geht. Es ist aber halt lustig, ne? Okay. Ja. Man muss dazu sagen, 7 Gäste sind schon gegangen, weil ihnen total übel war. Und das vor dem Hauptgang. Das und müssen Ihnen, Sie sich mal vorstellen. Ihnen ist auch übel. Ja, mir ist sehr schlecht und schwindelig. Also. Was ist denn bis jetzt gegessen worden oder was ist denn bis jetzt serviert worden? Vorsuppe oder? Also eigentlich hatten wir ein einfaches Menü vereinbart, 3 Gänge. Und bis jetzt ist nur die Vorspeise serviert worden. Also nur ein Rohkostsalat, okay. Den mein Azubi, der Chris, vorbereitet hat. Und ja. Ungefähr eine halbe Stunde nach dem Rohkostsalat haben die Leute angefangen, sich komisch zu verhalten. Okay, also der hier steht, der Rohkostsalat. Genau. Gab es jetzt nur Wasser noch dazu, also keine alkoholischen Getränke? Nein, man hat speziell drauf verzichtet. Wo ist denn eine angebrochene Flasche Wasser? Haben Sie eine angebrochene Flasche Wasser? Können Sie mir die mal kurz geben? Ich hatte da Wodka drin, das riecht man ja auch nicht. So, ich bediene mich gerade mal am Salat, das sieht alles ein bisschen seltsam aus. Was ist denn in dem Dressing drin? Also eigentlich unser Hauptdressing. Oder sagen Sie mir doch kurz, was das hier alles ist. Das ist jetzt so irgendwas, das, ich esse zwar Gemüse, aber das habe ich so noch nicht gesehen. Das kenne ich aus anderer Erfahrung. Brokkoli? Ja, weniger. Probier doch mal. Oh mein Gott. Also das, ja, das ist schon... Ja. Cannabis, ja. Ja, als wir dann das Marihuana im Salat gefunden haben, kann man sich dann denken, was hier wohl vorliegt. Ja, zum einen kann man sich bestimmt auch damit vergiften, was jetzt auch hier auch tatsächlich die Gefahr daran ist. Allerdings erklärt es auch den Zustand von der Ida, ja, die da ja, lauthals lachend im Raum stand. Also es liegt auf der Hand, dass wohl der Zustand der Gäste am Konsum von Marihuana liegt. Die Frage ist nur, wie kommt das Marihuana in den Salat rein? Für die Beamten ist unklar, wer ein Interesse daran hätte, der Trauergesellschaft die Drogen unterzujubeln und somit der Witwe den würdevollen Abschied von ihrem Mann zu nehmen. Das Ergebnis des Drogentests ist eindeutig. Hast du schon was? Ja, es hat so noch gezogen. Oder ist aber ordentlich. Da hat aber einer ordentlich hier was untergemengt. Das haben Sie aber nicht mitgebracht. Also mit Marihuana haben Sie schon mal da... Der Salat ist von der... Wirtin. Okay, aber da ist jetzt nichts von Ihnen reingekommen, wo Sie sagen, ich wollte mal eine schöne Feier haben. Nein. Sie haben jetzt keine eigenen Gewürze dazu gemischt. Nee. Gut. Also der, aber der war sehr lecker. Ja, das können wir vorstellen. Das glaube ich. Der sah auch gut aus. Aber derjenige, der es da untergemischt hat, also der hat schon da eine nicht unerhebliche Menge reingepackt. Das kann auch anders ausgehen. Ja. Also sind wir froh, dass Ihnen jetzt bislang nichts passiert ist. Deswegen würde ich Sie auch bitten, dass Sie hier bei den Kollegen bleiben. Ja. Dass Sie Sie erstmal ein bisschen überwachen. Ida, wie alt bist du? 70. Mit 70, wenn man solche Sachen zu sich nimmt, das kann schon ganz schwer nach hinten losgehen. Da liegt man dann nämlich auf dem Boden und weiß überhaupt gar nicht mehr, warum man auf dem Boden liegt. Da kommt Atemnot dazu und so weiter. Deswegen würde ich vorschlagen, was der Kollege schon sagt,
einfach noch mal kurz hier sitzen. Ja. Wir machen noch mal drinnen kurz eine Übersicht, was wir da alles noch haben. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir weiterverfahren. Ja. Ist das okay? Bevor ihr gut fahrt, sagt ihr aber noch Bescheid, ja, weil ich möchte noch mal... Paula, war das? Ja. Okay. Bleibst du dann kurz hier? Ja, oder? Ja? Genau. Okay, dann gehen wir nämlich noch mal rein. Noch mal, und dann, mir ist noch was eingefallen, ja, und zwar Folgendes. Ich habe vor kurzem meinen Azubi, den Chris, beim Kiffen erwischt. Okay, beim Kiffen. Gut. Ja, während der Arbeitszeit. Ich habe natürlich eine kräftige Ansage gemacht. Ja. Ich habe gesagt, das geht nicht. Und er hat mir auch tatsächlich versprochen, dass er das während der Arbeitszeit lassen wird. Mhm. Ist er jetzt da? Ja, ne? Er ist da. Er hat den Salat gemacht. Okay, dann sprechen wir mal mit ihm. Okay. Vielleicht kommen wir da mal einen Schritt weiter. Unterdessen gehen Michael Weber und Fabian Schulz noch immer dem Drogenmissbrauch nach, den die Trauergesellschaft über den Salat zu sich genommen hat. Wir haben jetzt gerade ein Telefonat mitbekommen, wo Sie sagen, wir haben ordentlich Spaß hier in der Kneipe. Warum Spaß? Hey, normalerweise ist das ja eine Trauerfeier. Ja. Da wird doch getrauert, oder? Und die Leute sind happy, fröhlich, das ist komisch. Ja, aber das liegt ja irgendwo dran. Also, wir haben jetzt Marihuana-Bröckchen im Salat gefunden, den Sie gemacht haben. Bröckchen und, ist gut. Ja. Ja, dünnes Eis, Chris. Wie äußern Sie sich denn dazu? Also, Sie haben gerade Marihuana im Salat, gefunden. So, den Salat haben Sie doch gemacht. Das den ist doch Salat so. Salat habe ich gemacht, das ist Tatsache. Ja. So. Ja, und jetzt? Und mit der Polizei hat es auch schon zu tun, oder? Wenn es um Betäubungsmittel geht. Nee, das muss ich verweigern. Tut mir leid. Nee. Ja, okay. Was müssen Sie verweigern? Also, die Aussage. Nee, das schon mal irgendwas damit zu tun hatte. Okay, dann machen Sie mal Ihre Taschen leer. Haben Sie eine Arbeitstasche dabei? Nee, habe ich nicht. Alles gut. Langsam Arme runter. Nee. Ganz ruhig. Machen Sie einfach das, was wir sagen, okay? Lassen Sie mal die Hände vorne. Legen Sie alle Sachen, die Sie in der Tasche haben, da mal hier auf das Tablett. Hier hin. Der Azubi hatte seiner Chefin versprochen, während der Arbeit auf jedweden Drogenkonsum zu verzichten, nachdem er mit einem Joint erwischt worden war. Jetzt finden die Beamten zwar Marihuana bei dem Mann, doch welches Interesse sollte er haben, es einer Trauergesellschaft unterzujubeln? Sie sind beschuldigt im Strafverfahren. Wow. Das ist nicht eigentlich identisch mit dem, Das sieht genauso was im Salat aus war. Ja. Okay. Was ist das? Das ist krass. Ja, das Marihuana sehen wir auch. Gut. Richtige Antwort. Aber das ist nur Eigenbedarf. Seitdem du mich das letzte Mal ermahnt hast, bin ich immer normal nüchtern zur Arbeit gekommen und hab meinen Job erledigt, und das ist für nach der Arbeit. Sag mal, wolltest du dich rächen an mir, oder was soll jetzt die Aktion? Das war eine Trauerfeier. Okay. Und du hast den Salat zubereitet. Wie willst du dich da jetzt rausreden? Also, wir nehmen Sie jetzt mit auf die Dienststelle. Dort werden Sie erkennungsdienstlich behandelt, weil die Menge, die Sie hier mitführen, Eigenbedarf okay, aber nichtsdestotrotz werden Sie mit auf die Dienststelle kommen. Packen Sie bitte Ihre Sachen da ein, die Sie noch da haben. Hallo, hören Sie den Kollegen zu. Ja, wollen Sie was sagen? Das können Sie später erklären, okay? Jetzt muss er erstmal mit uns mitgehen. Passt du kurz auf, ich pack das ein. Ja, ja. Ich guck mal, ob da noch eine Tasche ist oder was. Die anschließende polizeiliche Maßnahme vor der Tür des Lokals erzeugt allerdings eine Reaktion, mit der keiner der Beteiligten gerechnet haben dürfte. Ganz locker, ganz locker. Entschuldigung. Ja, hat ja... Wie gesagt, das Marihuana da in den Topf reingepackt, in den Salat. Und jetzt wird er wahrscheinlich seinen Job verlieren, so wie die Chefin schon gesagt hat. Und dementsprechend wird er bei uns jetzt erkennungsdienstlich behandelt, weil wir bei ihm natürlich... Das wollte ich nicht. Was wissen Sie nicht? Das wollte ich nicht, dass sowas passiert. Also sie hat gerade gesagt, es tut ihr leid, das wollte sie nicht. Ich weiß jetzt immer noch nicht was, deswegen wollte ich jetzt auf dich warten. Ja, ich muss Ihnen etwas zeigen. Fabian Schulz und Michael Weber sind sehr gespannt, was die Enkelin des Verstorbenen ihnen jetzt präsentiert. Liebe Paula, ich wünsche mir eine fröhliche Trauerfeier. Sei bitte so lieb und erfüll mir meinen letzten etwas ungewöhnlichen Wunsch und misch etwas Gras in das Essen, um die Gäste etwas aufzuheitern. Dein lieber Opa Heinz, der hat ja tolle... Paula, das ist doch jetzt ein Witz mit Anlauf, oder? Ich wollte doch nicht, dass jemand verletzt wird oder dass es jemandem schlecht geht. Du hast den Salat getan, den die Trauergäste gegessen haben. Nicht dein Ernst, oder? Hast du noch was von dem Gras übrig? Nee. Und nichts mehr. Wo hast du das denn hier? Alles reingemischt. Ich hab, oh mein Gott, auf der Straße jemanden angesprochen und... Das war aber nicht zufällig hier der Kellner. Nein. Ausweis dabei? Ja. Okay. Also in der Tasche? Ja. Bitte schön. Ja, das werden wir erklären. Aber er hat ja selber Marihuana dabei gehabt. Dafür muss er sich natürlich verantworten. Ja, und dann. Polizei ist schon mal in Erscheinung getreten? Nein. Gut. Also wir werden jetzt davon absehen, dich mit auf die Dienststelle zu nehmen, weil wir haben ja schon einen im Auto. Ja. Was wir natürlich machen werden, ist, wir werden natürlich unseren Bericht schreiben müssen.
Ja? Über die Folgen warst du dir wahrscheinlich gar nicht im Klaren, ne? Wie hier die Besitzerin schon sagt, das ist natürlich gerade für ältere Leute, kann das natürlich extrem ausarten. Ne? Auch für Jüngere, ja. Das ist so mal ein bisschen Gras untermischen, ja, das hört sich lustig an, aber das ist bei weitem nicht so lustig und es geht bei weitem auch nicht immer gut aus. Ja? Sie glauben gar nicht, wie viel junge Irre mit Psychosen wir einliefern müssen, deren Psychosen nur vom Graskonsum herrühren. Ich wollte doch einfach nur helfen. Mein Opa, der war so ein fröhlicher Mensch, der hätte sich das so gewünscht. Aber ich wusste doch nicht, dass das solche Konsequenzen hat. Das tut mir so leid. Ja, zu guter Letzt hat uns dann die Enkelin des Verstorbenen, die Frau Reuter, dann von dem letzten Willen ihres Opas erzählt. Ja, das, klar, wenn es um solche Dinge geht, dann sind wir natürlich auch dann so ein bisschen, ja, empathisch. Das kann man dann schon irgendwo nachvollziehen, dass eine Enkelin den letzten Wunsch ihres Opas erfüllen will. Das war aber ein Wunsch, der kommt nicht so häufig vor. Ja, er hat sich eine freudig gestimmte Trauerfeier gewünscht. Das kommt schon häufig vor. Allerdings hat er sie gebeten, da entsprechend Drogen ins Essen zu mischen, damit halt alle da ihren Spaß haben. Also zum einen haben wir ja Verständnis für solche emotionalen Dinge und Wünsche. Ja. Aber natürlich geht das nicht. Ja. Die Dame ist 28 Jahre alt. Die müsste wissen, was das für Konsequenzen nach sich zieht, auch wenn es der letzte Wunsch ihres Opas ist. Ja, das hätte man anders lösen können. Die Enkelin wird sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten müssen.